Ihr wollt wissen, wie die Kiddie Superstar Light Show ist, dann seid ihr hier genau richtig. Hallo zu diesem Video. Der Weihnachtsmann hat uns von VTech das Kiddie Superstar Light Show Gerät gebracht und es hat eingeschlagen wie die Bombe und deswegen wollte ich es euch gern vorstellen und zeigen, was das ist, wie das funktioniert und die ganzen Funktionen zeigen, damit ihr vielleicht einschätzen könnt, ob, wenn ihr sowas sucht, das Passende für euch, dass dieses Gerät ist oder ob ihr nach was anderem suchen müsst. Also, los geht's. Also so sieht das Gerät aus. Dazu gehört dann noch hier oben das Mikrofon. Das ist festgemacht hier mit so einem Mikrofonständer, den man auch bewegen kann und auch von der Höhe verstellen kann. Mitgeliefert werden bei den Füßen drei solche Zwischenteile mit zwei solchen Verbindungsstücken. Das heißt, man kann das Mikrofon auch noch auf die komplette Höhe ausfahren, dass es auch für große Kinder noch geeignet ist. Ansonsten, ja, es ist Plaste, es wackelt auch ein bisschen, wenn man drankommt. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, hält es. Die Verarbeitung ist halt, wie man es von VTech, denke ich, gewohnt ist. So, ja, das Mikrofon hat hier noch einen Knopf. Das ist für den Applaus. Das zeige ich euch dann gleich. Und hier hinten dran ist quasi die Box. Das ist so eine Halterung. In den kann man quasi das Gerät einhängen. Und so kann man das halt quasi auch mitnehmen ohne den Ständer. Und so kann man das auch wieder hier reintun. Passt dann genau rein. So, jetzt will ich euch die einzelnen Funktionen mal zeigen. Ich schalte es mal an. Also wie ihr seht, ist ja eine Discokugel dran. Die kann man anschalten, ausschalten, also nicht ganz so hell machen und heller machen und halt sie auch bewegen lassen. Also es ist ein schöner Effekt an der Wand. Für unsere Zwecke hier mache ich es mal aus. Ja, jetzt hat man hier verschiedene Optionen. Erstmal hat man hier einen Lautstärkeregler. Und ein Mikrofon-Lautstärkeregler, wo man das einstellen kann, wie laut der Ton aus dem Mikrofon rauskommen soll und wie laut die Musik. Also ihr seht immer, wenn man dran kommt, wackelt es schon ganz schön. Jetzt ist das Mikrofon an. Hallo, hallo. Also es ist nicht zu laut, es ist ein bisschen dumpf. Ich weiß nicht, ob man es jetzt auf dem Video gut hören kann, aber ich rede jetzt gerade mal ins Mikrofon. Man kann ja auch verschiedene Sachen einstellen. Ich habe es jetzt mal wieder ausgeschaltet. Achso, was ich euch noch zeigen wollte. Hier dieser Applausknopf. Ja, also ein hochwertiges Mikrofon darf man hier wahrscheinlich auch nicht erwarten. Ne? Also auch für den Preis. Wir hatten es im Angebot im Globus für 35 Euro, glaube ich, bekommen. Ja, dann hat man halt hier verschiedene Optionen. Also hier oben kann man Tanz, erstmal Tanz, Tanz. verschiedene Lieder lernen, die hier drauf Zweite programmiert Anzeige. sind. Du bist immer für mich da. Das ist das Lieblingslied meiner Tochter. Ich mach's mal an für euch, dass man dann halt sieht, dass halt auch das animiert wird Wenn ich mit nicht einer weiß, was ich Geschichte. machen soll. Also den Text hatte sie innerhalb von Wenn einem ich Tag nicht dann weiß, drin. was ich sagen soll. Dann Und da kann man dann halt mitsingen, wenn man den Text dann kann, kann man über diese Taste den Karaoke-Effekt einstellen und dann hört man quasi die Stimme nicht mehr und nur die Melodie. Genau, da gibt es Du halt verschiedene öffnest jetzt Lieder. meine Flügel aus. Die Welt ist schön. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Wir es schaffen das. insgesamt waren. Ich glaube, acht. Lieblingslied. Tanz, Genau. Tanz, Tanz. Dann hat man hier Freies Spiel. freies Spielen. Das Es heißt, ist Showtime. man kann irgendwas singen ins Mikrofon, wie man halt will. Ne? Also da wird nichts vorgegeben. Dann Spiele hat man und Spiele. Programme. Music Pop. Da muss man dann zum Beispiel, ich glaube, die entsprechende Noten fangen. Affentanz. Beim Affentanz muss man sich bewegen, bis die Musik stoppt. Dann muss man stehen bleiben. Ballonfahrt. Da geht der Luftballon nach oben, wenn man ins Mikrofon pustet und man muss halt die Noten einsammeln. Ballonfahrt. Beatboxer. Ja, das ist einfach nur Beatboxen zu irgendwelchen Rhythmen. Das haben wir eigentlich bisher nie gemacht. Fang die Musiknote. Ach nee, das ist das mit den Musiknoten fangen. Dann weiß ich gar nicht mehr, was das erste war. Dann probieren wir das gleich mal gemeinsam aus. Zungenbrecher. Da sind sehr krasse Zungenbrecher dabei, das muss ich euch Gerne einen zeigen. Zungenbrecher. Als Anna abends aß, aß Anna abends Ananas. Also da ist Hans ein. Fischers Frischbrautkleid, der Maurer Böckel, trug auf seinem Buckel einen Pickel und ein Packel. Hintendrein ging der Bummler Beckel mit seinem Hund Bockel. Auf einmal packte dem Beckel sein Bockel dem Böckel das Packel und riss es ihm samt dem Pickel vom Buckel. Ja, also wer das von euch hinkriegt,
Das ist der Hammer. Aber das ist wirklich das Schwerste. Die anderen sind einfach die, die man halt so kennt und noch ein paar neue. Zungenbrecher. Genau. Und Music Pop. dann schauen wir gleich mal Wähle hier deine rein. Musik. Drücke die OK-Taste, Ach um die ja. Musikballons platzen. Genau, da muss man die dann halt platzen lassen. Man darf aber nur Noten platzen lassen und zwischendurch kommen auch, ich glaube, Schuhe. Ja, hier ist einer. Die darf man dann nicht platzen lassen. Also ich breche das einmal jetzt hier ab. Das sind halt diese Spiele. Dann hat man hier noch verschiedene Töne. Da müsste ich jetzt nochmal das Mikrofon hier mit zur Hand nehmen. Hallo, also halt, das geht's nicht. Hallo, hallo. Lauter drehen. Hallo. Genau, ich hoffe, ihr hört mich jetzt so. Jetzt kann man das halt hier ändern. In eine hohe Stimme. Das ist sehr lustig. Dagegen gibt es dann noch die tiefe Stimme und das Echo. Harmonisch, was auch immer das bedeuten soll. Und normal. Da kann man dann halt auch auswählen. Dann gibt es hier, Externe Musikverbindung. da kann man dann über ein Kabel, was mitgeliefert wird, zum Beispiel ein MP3-Player oder ein Handy Es anschließen. ist Showtime. Ja, entschuldigt, ich musste jetzt hier mal unterbrechen, deswegen war jetzt das Licht wieder an, weil es kurz irgendwie nicht mehr ging. Keine Ahnung warum, aber jetzt geht's wieder. Genau, also hier kann man dann eine externe Musikbox anschließen, wo man dann halt Lieder laufen lassen kann. Wir haben immer diese App von Sing mit mir Kinderliedern von YouTube und das hat man am Anfang gemacht, aber da hat sie mehr aufs Handy geguckt, als auf als das Lied mitzusingen. Deswegen sind wir dann auf die Amazon Music App umgestiegen und machen dann darüber Kinderlieder an. Und da kann man das dann auch ausblenden. Der Ton wird dann halt ein bisschen leiser und die Musik verzieht sich auch ein bisschen, aber es geht. Ansonsten gibt es ja noch den Effekt, dass man das aufnehmen kann und abspielen kann, was man halt aufgenommen hat. Dann hat man noch hier so ein paar Sonderpunkte. Genau, also das sind diese Funktionen, die das Gerät hat. Hier unten kann man dann das Handy reinstellen oder den MP3-Player. Und hier an der Seite sind diese Anschlüsse. Es läuft mit vier Batterien. Da ist auch ein Fach dabei in dem Batteriefach für das Kabel. Geht aber sehr schwer rein. Und hier hat man dann noch den Anschluss für Strom. Stromkabel ist nicht dabei, kann man aber ein individuelles anschließen. Viel mehr habe ich heute zu diesem netten Gerät hier natürlich nicht mehr zu sagen. Ich habe jetzt die Gelegenheit genutzt, mal es euch zu zeigen, wo die Lucy gerade mal nicht da ist. Weil sie spielt wirklich sehr gerne und sehr viel damit. Also für Kinder, die gerne singen, ist das ein optimales Spielgerät. Und man muss allerdings dann auch aufpassen, gerade wegen diesen Spielen, dass man halt aufpasst, dass es doch nicht zu viel wird fürs Kind, weil es ja doch ein elektronisches Gerät ist. Aber gut, das ist ja in jedem Eltern ihre Entscheidung dann dementsprechend ermessen, wie sie das halt sehen. Also bei uns gibt es klare Regeln, wann sie damit spielen darf und wie lange sie damit spielen darf. Aber sie nutzt das dann auch gerne und spielt auch wirklich sehr viel damit. Ist dann auch kreativ, denkt sich Lieder aus und das ist schön zuzusehen, wie sie da aus sich rauskommt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das Gerät ein bisschen zeigen, ein bisschen vorstellen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viel es woanders kostet, wo es das jetzt gibt, ob das eine Weihnachtsaktion war. Keine Ahnung. Ich verlinke euch auf jeden Fall unten den Link zu Amazon. Das ist wieder so ein Affiliate-Link, wenn ihr es euch da mal anschauen wollt. Alternativ gibt es sicherlich auch andere Geräte. Ich wollte es euch nur mal zeigen, weil wir es jetzt haben und weil ich nämlich so ein bisschen nach Videos mit Erfahrung gesucht hatte und da noch nicht allzu viel gefunden hatte, aber vielleicht häuft sich das ja jetzt. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es so war. Wenn ihr Fragen zu diesem Gerät habt, schreibt es in die Kommentare. Was ich beantworten kann, tue ich gern. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Abonniert doch gern kostenlos den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, dann bekommt ihr immer eine Meldung, wenn ein neues Video online geht. Alles klar, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!